ist der Eintracht hier. Schlag auf Schlag geht es. Wir sind auch in der Deadline-Woche. Freitag, 18 Uhr, ist zumindest in Deutschland Deadline-Day. Dann kann man keine Spieler mehr kaufen. Verkaufen ist noch möglich. Zumindest dahin, wo die Transferfenster offen sind. Zwei Veränderungen gab es heute im Kader. Zuallererst haben wir ein Torwarttalent geholt, und zwar Caua Santos, brasilianisches Talent, entdeckt worden auch von Zimbo. Und ich würde sagen, wenn Zimbo den entdeckt, hat das was zu heißen. U20, also ist wirklich für den Nachwuchs gedacht. Sprich, er könnte der Nachfolger von Kevin Trapp werden. Soll natürlich erstmal ein bisschen rangetastet werden und wird vielleicht oder hoffentlich hier oder da mal seine Einsatzzeit bekommen. Würde ich ihm auf jeden Fall zumindest gönnen. Vielleicht hinten raus, wenn es schon feststeht, dass wir Meister sind, dass er dann Spaß besser hätte. Nein. Nee, aber ernsthaft. Natürlich muss man eben erstmal an das Umfeld, an das Klima etc. hier rantasten, denn Deutschland ist mal was ganz anderes, als wenn du in Südamerika zum Beispiel dich zu Hause fühlst. Und dann geht Jesper Lindström zum SSC Neapel, Sockelablöse von 30 Millionen ungefähr, da schreibt zumindest der Kicker, andere schreiben ja 25 Millionen. Schauen wir mal, wo das dann gerade so landet. Das ist aber schon ja, vorausgesehen worden, denn SSC Neapel war die letzten Tage schon heiß dran und dementsprechend müssen wir uns da verabschieden. Ich denke aber auch, dass wir auf dieser Position relativ gut besetzt sind. Lindström, muss man auch sagen, hat jetzt die letzten Wochen auch die letzten Wochen der also die letzten Saisonwochen von der vorigen Saison nicht unbedingt, glaube ich, in meinen Augen so gut performt, war mal ja nicht so der Lindström, den man sonst kennt, der so viel Potenzial hat. Da war so eine ja so problematische Phase, von daher war es dann schwierig. Und ich meine, er war auch verletzt gewesen. Naja, Fakt ist aber, Lindström wird für immer in der Geschichte von Eintracht Frankfurt sein. Und jetzt wird man sagen, Dennis, du übertreibst aber, wieso denn? Ja, er ist der erste Champions-League-Torschütze von Eintracht Frankfurt, seitdem es halt so die Champions League gibt. Und natürlich ist er damit in der Geschichte von Eintracht Frankfurt als erster Torschütze. Punkt. In Marseille, die Zustände drumherum müssen wir nicht erwähnen. Dann natürlich heißes Thema Kolo Muani. Und die Frage ist, geht er nicht, wann geht er? PSG hat ein Angebot abgegeben von 65 Millionen plus Ekitike. Aber haben wir abgelehnt. So eine Stunde später war es schon abgelehnt. Manche verstehen es nicht, muss man annehmen. Ich würde sagen, nö. Bei Ekitike spielt da keine Rolle, soll aussortiert werden. Da ist noch was möglich. Ich denke mal, es läuft am Ende so auf 80 Millionen plus den Spieler hin. Und daher, aber wie manche Pariser und Franzosen jetzt rüberkommen, ihr müsst jetzt abgeben, ihr haltet den gefangen. Nein. Wir verbieten ihm ja nicht zu wechseln. Ihr bietet einfach nicht euer Verein. Habe ich ja gesagt, ja. Es liegt nicht an uns. Er darf wechseln. Wenn euer Verein genügend bietet, kann er kommen. Und dann kommen natürlich wieder ja, die Klassiker mit den Beleidigungen. Aber das sind halt die Franzosen, leider Gottes. Eure Meinung mal zu den Transfers in die Kommentare. Findet ihr gut, dass nicht schon verkauft worden ist? Findet ihr, dass wir da gut genug besetzt sind? Ich finde da schon so ein Tick. Also da ist nicht unbedingt der Punkt, wo ich als erstes ja jetzt nochmal Verstärkung holen würde, sondern eher nochmal auf links. Vielleicht so ein Philipp Kostic zum Beispiel. Aber irgendjemand auf links. Einfach nochmal als eine Stärkung. Dann vielleicht nochmal einen in der Verteidigung, weil da fehlt auf jeden Fall noch ein Mann.
Also du weißt nicht, wie lange macht das Leben noch mit der Fitness mit. Was, wenn einer zum Beispiel sich verletzt, der andere ist gesperrt, hast du schon vielleicht eine Problematik. Und dann kannst du überlegen, ob du da vorne hingehst. Aber mit 30 Millionen kann man viel anfangen. Vielleicht dann auch mit Kolo. Und dann, aber wenn Kolo geht, brauchst du natürlich noch so einen Stürmer seiner Art. Obwohl man muss, und das hätte ich auch nicht gedacht, teilweise auch gut die Bälle festgehalten. Das denkt man von dem gar nicht. Der kann aber auch gut die Bälle mal festmachen. Dass die Leute nachrücken. Von daher schauen wir mal. Und wir wissen ja auch, wenn Kolo spielt, habe ich das Gefühl, der Ball auf Kolo und er macht schon irgendwas, soll irgendwas machen. Gefühlt ist das Spiel oftmals auch mal ohne Kolo. Das hat man zum Beispiel gegen Nothing im Forest gesehen. Vielleicht war das nur Zufall. Ist das Spiel einfach besser. Weil sich dann was einfallen lassen. Mal da spielen, mal da spielen, mal da spielen. Wenn die auch so spielen würden mit Kolo, ey, dann wäre es einfach mega geil. Aber schauen wir erstmal auch, was am Donnerstag abläuft. Ich denke, vielleicht wird Donnerstag auch mitentscheiden. Wenn wir nicht uns qualifizieren, dann werden wir das nächste Angebot von PSG auf jeden Fall annehmen. Weil das Geld musst du dann mitnehmen. Ansonsten schwierig. Vielleicht schießt uns auch Kolo, das habe ich schon mal erwähnt, Kolo schießt uns am 31. in die Conference League und verlässt uns am Deadline Day am 1. September. Perfekt. Aber ich hoffe, wir haben schon was in der Hinterhand, dass wir hier und dort ja schnell nachlegen können. Denn du kannst dich verkaufen und keine rückt nach. Aber ich denke mal schon, die haben ja gesagt, die brauchen etwa wieder Geld, muss locker gemacht werden. Da gibt es ein paar andere, wie Boré zum Beispiel, der eigentlich auch ja die Möglichkeit hat, irgendwie, glaube ich, mit zig Vereinen schon in Verhandlung war, aber irgendwie klappt es nicht. Mal gucken. Ansonsten, und das wär's doch, weißt du, Boré kommt wieder in den Kader und schießt dann auf einmal alles weg, so der Comeback-Typ aller. Das wäre natürlich auch wiederum geil. Aber haut mal gerne eure Kommentare unten rein, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich weiß nicht, ob ich am Deadline doch, vielleicht am Deadline Day mal gucken, ey, da bin ich doch live. Ich bin am Deadline Day live, weil freitags, zweite Liga-Konferenz, dann müsst ihr dabei sein. Zweite Liga-Konferenz, Deadline Day, das geht ab. Da muss ich mein Ding so umändern, mein Stream. Deadline Day Stream. Woo! Das wird geil. Also schaut da vorbei, dann können wir gespannt sein. Dann reden wir über alle Transfers, die währenddessen passieren. Woo! Ich freue mich. Arrivederci. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und genau. Ciao.